Willi ist unser Mutmacherhund. Er ist vom Besitzer in der Pereira abgegeben worden, 8 Jahre alt, und er konnte nicht mehr laufen, weil er wahrscheinlich ein Kettenhund war, weil es unheimlich dick. So haben wir ihn mit nach Hause genommen, besser gesagt, halb getragen. Jetzt hat er wunderbare Medikamente bekommen bei uns. Wir haben tolle Sachen. Das meiste sind Naturmittel. Und er hat sich ganz extrem schön erholt. Er ist auch mutig und er möchte. Und er hebt sich hoch und er freut sich, dass er ein Leckerli bekommt. Wissen Sie, ein Stückchen Käse hat so ein Hund nie gehabt in seinem Leben. Der weiß nicht, was das ist. Meistens kriegen die nur altes Brot oder vielleicht das billigste Trockenfutter. Aber auch gutes Trockenfutter wäre keine richtige Ernährung für einen Hund. Und jetzt ist er bei uns und wir freuen uns. Wir setzen alles daran, dass er nochmal viele schöne Jahre hat. Ja. Brav. Schön sauber, gell? So fett, dass er noch nicht mal das Beinchen heben kann, der arme Kerl. Hör jetzt auf, Mensch! Das finde ich einfach toll, sage ich dir. Der hat ganz wach Augen jetzt so, ja. Ganz so. Das ist zart. Man sieht doch wieder was. Die Seite habe ich schon geschnitten. Ja, das machen wir zusammen. Ganz fein. Hinterher fühlt man sich wie neu geboren. Bleib da. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Jawohl. Eine Brühe runter. Ne? Das ist der Fahrt, so. Guck mal hier. Guck mal hier. So. Ja, noch eine Runde. Ganz fein. Macht nichts. Ein bisschen mehr heute machen. Oh, Giselle ist auch da. Hallo, Giselle. Der zieht dich schön durchs Wasser, hä? Ach, schau mal an. Papi hilft. Na, machst du es allein? Guck mal, wer da kommt, Carlos. So, jetzt hat er sich das verdient. Gut. Erste Knochen seines Lebens wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Geht doch, hm? Ja. Das sind so Spiele mit Hähnchen, gell? Oh. Findet immer was. Das macht Spaß, das Spielen. Gut? Komm. So ist fein.
Komm. Na also. Jetzt morgens haben wir ein paar Tee, gell? Das schmeckt. Prima. Oh, das ist Schlaraffenland. Toll. Und die anderen, die möchten auch gerne. Da streue ich mal ein bisschen was hin. So, du bist ein ganz lieber, ganz ein toller Bub. So, jetzt ist er auch. Und da die Kleine, komm mal, Linda. Nein, jetzt nur die Linda. Linda kriegt auch noch ein bisschen zum Ausschlecken. Und Daisy noch. Und dann die Daisy auch noch. Daisy, die möchte ja auch eine neue Mami haben. Guck mal, Daisy. Daisy wurde auch nur in einer Wohnung gehalten. Und hier hat sie jetzt das Leben kennengelernt. Daisy, komm mal her zu Mami.